Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal um das Thema Einkaufspreise gehen, beziehungsweise wie man am besten, ja, oder ich sag mal so, der Gewinn liegt im Einkauf. Diesen Spruch kennt jeder und das stimmt auch, weil es ist leider so, dass ja, man ja immer von dem Umsatz die Ware kaufen muss und am Ende ist es dann halt so, dass ja, ist so logisch, wenn man die günstig einkaufen kann, aber zum eben ähnlichen Preis verkaufen kann, dann, also wieder, man kann es auf den Kunden umschlagen, dass man es günstiger machen kann oder halt, wie gesagt, man hat eine etwas höhere Marge und das ist ja das, was wir auch am Ende haben müssen und haben wollen. Ja, also ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie kommt man vielleicht noch an günstigere Waren. Also ich kaufe hier in der Regel, ihr wisst es ja von meinen Automatenvideos oder Automatentour-Videos, ich kaufe immer bei Cellgross oder bei Metro ein, was auch gewisse Vorteile hat. Wie gesagt, man hat dort ja eine gewisse Auswahl und ja, ich kann schnell besorgen. Und man kann auch mal sich inspirieren lassen von gewissen Dingen. Was ja auch mal ganz wichtig ist, dass man sich inspirieren lässt. Weil es gibt auch Produkte, wie gesagt, die kann man im Internet schlecht sehen oder auch auf einer Internetseite, auf einer Website. Finde ich persönlich, sind sie manchmal sehr schwer zu sehen, wie das jetzt wirklich aussieht. Ich habe auch schon Chipstüten gekauft, die viel zu groß waren für den Automaten, wo man erst dachte, vom Bild her sah es ziemlich klein aus irgendwie. Und am Ende war es dann doch die falsche, oder ich hatte mal eine falsche Red Bull gekauft, das war dann die große Red Bull und ich wollte eigentlich die kleine Red Bull kaufen, ist mir aber leider, ja, habe ich halt verkauft, wenn man so will. Das passiert halt, wenn man das online bestellt, passiert sowas. Wenn man das im Laden bestellt, ist klar, dann passiert sowas nicht so häufig, weil man ja genau sieht, was man gerade kauft. So. Und man hat sicherlich auch ein bisschen mal, man kann die Ware mal anpacken, man kann sie mal sehen, man kann gucken, wird das reingehen in die Spiralen und so weiter. Man hat auch mal vielleicht verschiedene Produkte noch dabei. Also auf Deutsch gesagt, im Laden gibt es auch Vorteile einfach, dass man einfach, ja, ich sag mal so, eine bessere Auswahl hat halt und vielleicht ein bisschen mehr Inspiration noch bekommen kann. Trotzdem ist es sicherlich gut, wenn man Masse oder so bestellt, gerade Getränke und so weiter, dass man diese entsprechend auch online bestellt, weil dann wird angeliefert und so weiter. Du brauchst nicht so viel schleppen, wenn du nicht so ein großes Auto hast wie ich zum Beispiel. Also ich habe ja ein sehr kleines Auto, ich habe kein großes. Da ist es schon mal ganz sinnvoll, wenn man wirklich auch entsprechend dann auch angeliefert bekommt. Da profitiert man natürlich dann auch von. So. Aber ich habe das halt schon so häufig gehabt, dass dann wieder was fehlt an Produkten, die dann auch wieder kommen, die dann doch noch wieder raus sind. Immer wieder nachkaufen muss und dann muss ich trotzdem immer irgendwie nach Cellgross am Handy und nach Metro, weil eben immer wieder Produkte fehlen. So. Ja, und jetzt geht es ja darum, wie kann man das noch günstiger kriegen als bei Metro und bei Cellgross. Ich habe da mal geguckt, es gibt da auf Amazon auch Seiten. Teilweise, weiß nicht, wer es kennt, Alibaba ist so eine Seite für Hersteller speziell. Das ist eigentlich so für Leute, die Produkte über Amazon verkaufen wollen oder im Internet. Die müssen die Ware ja auch entsprechend günstig einkaufen, sag ich mal. Und da ist es tatsächlich so, dass man dort, dass es dort die Alibaba-Seite gibt im Internet, das ist wirklich Hersteller, die da ihre Produkte anbieten, zu sehr, sehr günstigen Preisen. Und da habe ich tatsächlich auch Red Bull gefunden. Das ist irgendwie so ein dänischer Hersteller gewesen. Der hat die Dose für 36 Cent oder so angeboten. Nun weiß ich nicht, wie das genau läuft mit Pfand und so weiter, ob das da drauf ist dann, ob da ein Pfandlabel drauf ist, weil für deutsche Produkte muss man eine deutsche Pfandgesellschaft drauf haben, ne? Ob man das denn wieder draufkleben muss extra, ich weiß es nicht, oder ob es schon drauf ist, kann ich nicht genau sagen, aber selbst wenn nicht, also ich glaube 36 Cent oder was da waren pro Dose, finde ich super günstig. Der ist mit Pfand, wenn man bei 50, 55 Cent, so, und da könnte ich das zum Beispiel, da könnte man sogar Massen kaufen und entsprechend das sogar als Großhändler anbieten. Ne, dann kann ich die für den Großhandel anbieten für 88, 89 Cent vielleicht. Dann kann das schon interessant sein, sag ich mal. Für auch Automatenaufsteller wie mir zum Beispiel. So, klar.
Da muss man sich jedoch die Masse kaufen. Da gibt es auch bestimmte Massen, die man kaufen muss natürlich. Also ab, ich weiß nicht, ab 10 Paletten oder sowas, ja. Solche Red Bull-Paletten. Also 10 mal 24 Dosen sind das dann ja. Dann kriegt man halt dann schon diese Rabatte. Ja, also letztlich geht es darum, günstig einzukaufen, damit man eben auch eine gute Marge erzeugen kann. Ja, wie gesagt, das kann man sicherlich im Internet, wenn man Massen bestellt, ist es klar, umso mehr man bestellt, umso mehr oder umso günstiger kann man natürlich Preise kriegen. Als kleiner Aufsteller, so wie ich es vielleicht bin, ist es halt immer schwierig, die ganz guten Preise zu bekommen. Aber ich denke, es lohnt sich da mal zu vergleichen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt nach Aldi gehe oder im Einzelhandel kaufe, meinetwegen, ja, weil es dafür günstig wäre, oder bei Metro oder Selgros, sondern wenn, da muss man schon wirklich sagen, man kauft halt einfach gewisse Massen und kann die wirklich deutlich günstiger bekommen, sag ich mal. Wenn du Red Bull für 50, 60 Cent bekommst, so für 80 Cent, und du kannst sie für 2,50 verkaufen zum Beispiel, dann hast du natürlich eine super, viel deutlich bessere Marge, als ich das aktuell hätte, ne? Ganz klar. Und das wird sich auch wieder spiegeln am Ende. Wenn man entsprechend viele Dosen verkauft hat, hast du entsprechend auch mehr über. Das ist ganz klar. Und wenn ich mal bedenke, dass Metro und Selgros manchmal sogar teurer sind wie Aldi oder Rewe oder sowas, da muss man schon echt sagen, da lohnt es sich vielleicht schon mal hier und da vielleicht mal zu gucken, wo man es doch günstiger kriegen könnte, auch wenn es vielleicht so ist, dass man ein bisschen mehr Masse kaufen müsste. Und das ist der Punkt dabei. Wenn man ein Lager hat mit ein bisschen Kapazität, könnte sich das tatsächlich auch lohnen. Ja, da bin ich ja noch ein bisschen dabei, wie gesagt, zu gucken, wie klappt das, wie kann man das hinkriegen, wie kommt man nachher vielleicht noch auf eine bessere Marge letztlich. Viel teurer kann man die Produkte nicht machen, das wird kein Kunde mehr akzeptieren, denke ich. Also muss man halt günstiger einkaufen. Und da bin ich aktuell halt auch so ein bisschen bei, wie man das im Endeffekt machen kann. Und ja, da bin ich auch noch nicht ganz am Ende, sag ich mal. Da werde ich mir irgendwie was einfallen lassen. Ob Geo zum Beispiel, wo ja viele auch dann bestellen, das nur ein Plus Ultra ist, weiß ich auch nicht. Zumal, ich habe gehört, die Paletten, die musst du ja auch bezahlen dann. Und die, teilweise werden sie auch nur palettenweise hergeschickt. Ist wahrscheinlich auch nicht so großer Unterschied. Gerade ist es überall so, du musst halt die Massen kaufen, glaube ich. Ne? Wenn du die Massen nicht hast, wird dir kein Händler der Welt sagen, du kriegst alles zum halben Preis oder so. Ist ja klar. Die müssen ja auch davon leben. Und wenn du natürlich irgendwie hunderte Paletten kaufen würdest von irgendwas, kriegst du natürlich ganz, ganz andere Preise, als wenn du da zwei, drei Paletten von irgendwas holst. Ne? Das ist auch klar. Ja gut, aber das ist noch ein Thema, wo ich mich nochmal beschäftigen muss. Wie kriegt man möglichst günstige Preise? Wie kann man die Produkte, die man anbietet, entsprechend auch günstig verkaufen bzw. so verkaufen, dass man einen vielleicht etwas guter, besseren Einkaufspreis bekommt. Gerade bei den amerikanischen Produkten, muss ich sagen, so wie Takis und so weiter, die sind da schon günstiger geworden. Die waren schon mal teurer, meine ich. Aber ich denke, da gibt es sicherlich immer wieder auch nochmal Potenzial nach oben. So, ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen Video über das Thema Preise. Ich bin mir selbst auch noch nicht so ganz, habe ich auch noch nicht so die optimale Sache gefunden, wie ich wirklich zu günstigeren Einkaufspreisen kommen kann. Wahrscheinlich geht es nur über die Masse. Aktuell kaufe ich vor allem bei Selgros und Metro auch, weil es natürlich relativ einfach ist für mich. Und man hat auch nicht ewig Zeit. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, man ist das ja, macht das ja nur nebenberuflich. Ich fahre ja auch beruflich LKW, das wisst ihr auch. Mache ich auch öfter mal Videos, zumindest diese Shorts-Videos. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach auch nicht die Möglichkeiten, zeitlich auch gesehen, da ich mich jetzt so, wer weiß wie, drum zu kümmern und den optimalen Einkaufspreis irgendwo rauszuhandeln. Aber ich denke, wenn man grundsätzlich vielleicht, wie gesagt, die Möglichkeit hat, etwas günstiger einzukaufen. Aber wie gesagt, da bin ich noch bei, habe ich mir noch kein abschließendes, da irgendwie was abschließendes mir überlegt. Aber ich denke, man kann überall wachsen und auch besser werden und auch vielleicht dann im Einkauf. Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen Video. Lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar da.
Vielleicht habt ihr ja Ideen, wo man gut einkaufen gehen kann, sag ich mal, wo es vielleicht günstiger ist. Aber wahrscheinlich geht es alles über die Masse, schätze ich mal. Aber gut, ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den Sommer. Ein bisschen Sommer ist aktuell, zumindest bei uns hier in Niedersachsen. Im Bremer Bereich, sag ich mal, da ist ein bisschen Sommer aktuell. Und dann sehen wir uns spätestens zur Automatentour. Bis dann. Ciao.